Und willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M-Motherfucking-3D und wir machen hier weiter mit dem Track-Shit. Ich habe langsam Eier bekommen, ich weiß auch nicht warum. Aber weg ist er. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Wow, fick dich! Ah! Ah! Ich hau dir meinen Penis ins Gesicht, Junge. Fakt ist, er kann schon mal nicht hier rüberkommen. Das ist schon mal gut. Für meine Nerven vor allem. So. Dreht er sich noch hier irgendwo rum? Man sieht ja nichts in dem Dreckspiel. Fakt ist, wir könnten bald mal wieder Batterien gebrauchen. Schwul. Wo ist der? Wo ist der? Wir haben irgendwo einen Weg übersehen. Ich renne mal jetzt links lang einfach. Weil der scheint mir ja sympathisch zu sein, der Kerl. Der macht uns ja anscheinend nichts. Das heißt, wir gucken uns jetzt mal in Ruhe um. Nach der anderen Sicherung. Allerdings kann es auch sein, dass er uns angreift, wenn wir seiner Leiche zu nahe kommen. Das weiß ich ja leider nicht. Wenn wir mit dem zu nahe kommen vielleicht. Nee, der macht uns nichts. Okay, dann weiß ich Bescheid. Ist auf jeden Fall viel besser. Jetzt gucken wir uns mal um. Suchen jetzt die andere Sicherung. Aber hier wird wahrscheinlich nichts sein. Die Tür kriegt man wahrscheinlich gar nicht erst auf. Jawohl. So wie ich es vermutet habe. Ganz vorsichtig Luki 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 machen. Das kann man nicht wegschieben. Hier rüber rennen, hier sind nur Batterien. Wobei, man könnte eigentlich so machen. So. Hier ist ja jetzt dieser Johannes hier dahinter, ne? Invite the Wall Rider. Jetzt mal ganz ehrlich, wo ist denn der Typ? Oh, du Bastard, Alter, du dreckige Nutte. Hab ich mich gerade zu Tode erschreckt. Ich laufe jetzt einfach im Kreis. Der rennt mir ja wie so ein Volltrottel hinterher. Wo find ich jetzt die Sicherung? Wo find ich jetzt die Sicherung? Ja, ich weiß es nicht. Shit, Alter, Freunde, was machen wir denn jetzt? Wir machen das jetzt so, wir rennen jetzt hier im Kreis. Ist der überhaupt noch hinter uns? Gut, komm mit. Komm mit, Kollege, komm mit. So, jetzt gib ihm. Hit-and-Run-Taktik, wir hauen jetzt einfach ab. Rennen jetzt hier vorbei, scheißen auf den Penner, so wie halt sonst auch, ne? Und suchen jetzt die dritte Sicherung. Tür zu. Ach so, man kann das davor schieben. Das wusste ich nicht. Alles klar, gut, dann sind wir ja sicher. Das ist ja nice. Invite the Wall. What? Ja, die Tür kriegt er ja nicht mehr auf, ne? Soweit ich weiß. So. Jetzt mal ganz in Ruhe. Die Scheiße hier abklappern. Hier unten drunter dürfte ja wohl auch nichts sein, oder? Das wäre ja wohl ein bisschen unlogisch. Tja. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll, Freunde.
Ich bin gerade ein bisschen überfragt, ne? Das ist schlecht. Sind die Fenster leicht offen? Aus dem Fenster kann man auch nicht rausgehen, oder? Nee. Warum ich jetzt die Tür hier zumachen konnte, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil das bringt mir ja am Ende auch nichts mehr. So. Einfach mal jetzt vorsichtig gucken, ob der Typ irgendwo jetzt hier kommt. Oder irgendwo steht. Batterie nachladen ganz kurz. Ja, sie ist nicht in dem Raum, sie ist nicht in dem anderen Raum. Hier ist aber allerdings ein Lüftungsschacht. Bringt uns nichts, okay. Hier ist auch noch irgendwas. Der ist wieder da. Geh rüber! So. Kommst du, Junge? Gut, auf, komm, schneller. Gut, komm her, ja, passt. Komm her, hier bin ich, hier. Hier. Auf, komm her. Gut. Jetzt wieder rüberspringen. Like a boss. Einsperren kann man den Penner ja, glaube ich, nicht. Aber ist auch nicht so wichtig, brauchen wir ja eigentlich gar nicht. So. Hier kann er nicht rüber. Hier könnten wir uns jetzt erstmal wieder in Ruhe umgucken. Dann wird hier wohl hier irgendwo die dritte Sicherung liegen. Die Frage ist halt jetzt nur wo, ne? Tja. Hier kann man auch nirgendwo lang. Die Tür geht ja nicht auf. Hierfür braucht man einen Schlüssel. Und das ist ja wohl klar, ne? Den Schlüssel kriegen wir erst, wenn wir die Sicherungen da rausgeholt haben. Was geht hier ab? Kann man irgendwo in den Lüftungsschacht oder irgendwas? Nein, kann man nicht. Und hier ist auch nichts. Alter Schwede. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd gelaufen, ne? Mal umgucken, ist hier irgendwas? Nein. Die Tür ist zu. Der dürfte ja jetzt hier verschwunden sein. Weil da steckt ja auch hier irgendwo die Sicherung rum, ne? Einfach mal ein bisschen pragmatischer denken. Vielleicht liegt sie auch hier. Hoch, hier ist ja einer mit Batterien, Alter. Das ist ja cool. Aha. Hier kommt der Sache auf die Spur. Gucken wir uns jetzt mal hier um. Wir laden kurz mal die Batterie neu. Jetzt können wir ruhig ein bisschen verschwenderisch sein. Wir wissen ja direkt, wo wir zwei bekommen können. Ah, wir haben es dahinter geschafft. Ja, alles klar. Jetzt weiß ich auch ungefähr, wo wir sind. Drive in the nails. Hier muss gleich wieder der abgefuckte Horror losgehen. Ganz ehrlich. Tür zu. Verfuckte Scheiße, Tür zu. Ich hab gesehen, irgendjemand kommt da angerannt, Alter. Vor allem ist er jetzt hier drin und ich hab mich mit ihm eingesperrt. Das wäre jetzt noch klüger. Aber nee, das glaube ich nicht. So. Was geht bei dem ab? Der wird hier gerade gebraten. Die dritte Sicherung. Yeah, baby. Just give me the lie. Jetzt können wir uns aller Seelenruhe darauf vorbereiten, da wieder rauszujumpen.
Weiß doch ungefähr jemand, wo wir lang müssen? Ach du Scheiße. Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. Aber das ist ja nicht so schlimm. Tut mir leid übrigens für mein An- und Ausgemache da. Ich weiß, es geht euch bestimmt auf den Sack, oder ich vermut's mal. Aber so spielt man das halt am cleversten, behaupte ich jetzt mal. Wegen Batteriesparen und so. So. Wir machen das jetzt wieder auf. Lassen den Typ reinkommen, wer auch immer das ist. Wir machen ihm mal die Tür auf, damit er auch kommt. Ja komm, open the door. Oh Junge, bist du so blöd oder tust du nur so? Jetzt krieg ich die Tür nicht mehr auf oder was, weil der Kasten da steht oder wie oder was oder wo? Mach die Tür auf, Mann, was ist los? Komm! Nee, der drückt da immer da drauf dann. Komm schon, ich will doch nur die Scheiße hier aufmachen. Ah, okay, hab's jetzt noch einen Millimeter weit weggeschoben. Aha. Können wir mal gucken, ob wir sehen, wer da kommt. Wir rennen jetzt einfach mal. Ja, irgendwie kommt da gar keiner. Ist mir auch egal. Ich nehme jetzt diese zwei Batterien hier. Mach den Shit hier auf und bin glücklich. Habe ich den Schlüssel bekommen jetzt? Kam da jemand? Aha. Ich glaube, ich habe den Schlüssel gar nicht aufgehoben. Kann das sein? Ach komm. Jetzt muss ich hier nach unten und muss den scheiß Schlüssel aufheben, oder was? Ah, okay, das war wohl ein bisschen zu hoch für den. Scheiße. Ich muss da jetzt irgendwie runter. Irgendwie muss ich runter. Von hier aus geht das nicht. Es geht ja eigentlich nur von hier aus. Da muss ich wohl drüber springen. Ja. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass hier noch irgendwo so ein Junkie steht. So, Orientierung, Freunde. Wo könnte das jetzt gewesen sein mit dem Schlüssel? Da ist ja noch der eine Typ da in der Ecke. Zu dem ich nicht unbedingt gehen will. Ja, hier war das gar nicht, oder was? Ich bin also falsch. Dann war das hier irgendwo. Wartet mal, Orientierung. Da irgendwo müsste das sein. Wie komme ich denn da hin? Da ist ja der eine. Das wäre ja total falsch. Vermute ich jetzt mal ganz grob. So, wieder mal hier hochgehen. Komisch, Freunde. Komisch, komisch, komisch. Fakt ist, aha. War die Tür vorher schon offen? Ja. Gut. Wie komme ich denn da jetzt an den Schlüssel dran? Naja. Ich würde einfach sagen, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Tschüss.